Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderbaren Kanal, wo wir immer nur wunderschöne Menschen zusehen. Freunde, ganz kurz für alle, die es noch nicht gemerkt haben. Ich habe meinen Bart gestern gefärbt, deswegen sehe ich jetzt vielleicht ein bisschen weird aus. Es war nicht ganz freiwillig, ich wurde mehr oder weniger gezwungen, aber das ist eine andere Geschichte. Jedenfalls, ihr wisst es ja, wenn man sich Haare färbt oder auch Barthaare färbt, obviously, ist es in den ersten ein, zwei Tagen noch sehr extrem, weil die Haut halt auch noch die Farbe angenommen hat. Deswegen, falls mein Bart ein bisschen weird aussieht, in den nächsten 1, 2, 3, 4 Tagen ist es rausgewaschen und sieht dann besser wieder aus und sieht dann aus, so wie es aussehen soll. Nur falls ich jetzt sehr weird aussehe gerade und irgendwie auf einmal 10 Jahre wieder gealtert bin. Sorry, da müsst ihr jetzt durch, ja. Aber, Freunde, wir haben uns ja die Vivo Rounds nochmal rausgesucht, wo wir ein bisschen, ich hatte gerade einen mega Voice Crack, I'm fucking sorry, Leute. Wo wir nochmal ein bisschen reinschauen wollten, wo wir dann auch mal Fernglas nochmal ausgepackt haben. Ah ja, ah, Vivo Rounds habe ich gerade gefunden, ja. Da haben wir noch ein paar Sachen offen. Wir haben uns ja von Batmums J schon Supernova live angehört, was live noch viel stärker war. Schaut das gerne an, Link oben im i. Ansonsten, checkt das gerne nach dem Video ab. Jetzt haben wir aber These Hoes Ain't Loyal. Auch in der Live-Version von Vivo Rounds, Batmums J, die erste weibliche Künstlerin in Deutschland, die auch bei diesem Rounds-Ding mitgemacht hat. Shoutouts an die Vivo-Leute, die letztes Mal auch mein Video gesehen haben. Kuss geht raus an euch. Und dann würde ich sagen, hören wir jetzt rein bei These Hoes Ain't Loyal in der Live-Version. Ich liebe dieses Lied. Ich bin ein großer Batmums J-Fan, wie ihr wisst. Schaut euch gerne mal in anderen Videos zu ihr an. Ich bin vielleicht ein oder an einer oder anderen Stelle ein bisschen zu sehr Fan. Aber ich supporte sie und allgemein das Vivo Roundstick finde ich sehr nice. Deswegen hören wir jetzt rein, weil ich so Live-Sachen auch gerne mehr abchecken möchte mit euch, ja? Let's go, Freunde. Oh. Lange auch nicht mehr gehört das Lied. Bestimmt schon ein paar Monate her, dass ich das gehört habe. So, ich freue mich drauf. Ich glaube, wir kennen uns nicht. Wir kennen uns nicht. Oh, okay, sie macht Adlabs. Ich muss gar nichts machen. Get off my dick. Ey, ihre Stimme. Ich liebe sie. Ich liebe ihre Stimme. Ey, wer du bist. Die ist so sein Loyal. Mach big moves, keine bitch moves. Großes Herz unter big boobs. Plötzlich singen alle lieb. Ey, ihre Attitude. Schaut euch an, ihre Attitude, Mann. Wie sie mich anguckt, so diese Attitude. Bist Lieder, Junge, ruf mich an, wenn du dein Dick suchst. Overweighted, Junge, trippst du? Hattest viel mehr, Junge, blickst du? Während andere Bitches Rapper ficken, um Fame zu werden, muss ich nichts tun. Ich mach einfach Play, spot die Curve safe. Oh, ey, der Finger ist auch wichtig. Der Finger ist wichtig fürs Feeling. Der Finger ist wichtig. Der war wichtig. Nice, Mann. Ey, ich liebe ihre Stimme so. Das wäre auch ein, wäre kein perfektes Poster, aber auch ein cooles Poster. Ich sag's, wie es ist, Freunde. Ey, schaut euch diese Nails an. Holy fuck. Muss ich nichts tun. Ich mach einfach Play, spot die Curve safe. Erste Frau mit Taste, baddest Babyface. Flow wie Heavyweight, Sand und Body Shape. Bitch, you know my name, baby fucking Jay. Wir kennen uns nicht. Sorry, auch hier wieder fürs Mitsingen, Freunde. Ich muss da immer mitsingen. Es geht nicht, es sprudelt raus. Sorry. Bitch. Get off my dick. Was glaubst du, wer du bist? Ey, auch nice, dass sie das so anpassen. Bei Elif eben waren so die Lichter schwarz und weiß und hier sind sie rot, was halt einfach zu Batmans Jay perfekt passt. Ey, wer du bist, keine neuen Freunde. Dies ist auch sein Loyal. Ey, wie sie es fühlt, das liebe ich immer am meisten, das liebe ich in Musikvideos und in Live-Performances am meisten, wenn man sieht, dass der Künstler oder die Künstlerin es genauso fühlt wie wir oder noch mehr einfach. Oder noch mehr, einfach schaut euch das an, wie sie es fühlt selber, wie sie ihre eigene Musik so krass fühlt. Sie fühlt einfach, dass sie das Lächeln so verkneifen muss, weil sie es so krass fühlt. Get off my dick. Was glaubst du, wer du bist, ey, wer du bist. Hey, wie soll sein Loyal. Reddit Baby wie eine Coke-Bahn. Ratchet Baby. Lieblingszeile. Nochmal reinhören, Freunde. Nochmal reinhören. These hoes ain't loyal. Reddit Baby wie eine Coke-Bahn. Ratchet Baby kein Role Model. Sie droppen Shit, ich droppe Hits. Sieh die Jacke an, das wird ein Cold Summer. Ey, sie ist auch live so strong, Mann. Sie ist live so strong, alles flüssig durchzurappen. Und hier und da hat sie noch eigene Sachen so jetzt für die Live-Version reingemacht. Die Adlibs so. Oder einige Wörter ein bisschen länger gezogen einfach. Nice. Ich mag das gerne, wenn man live noch so einen anderen Taste hat. So einen kleinen. Ja, ein bisschen einen kleinen anderen Taste noch reingebracht hat. Jeder weiß, dass ich wie die gebückt hab. Zieh euch Kids wie Patini mit, du machst 50-50 mit 50 Leuten. Heißt, du bist reich 50, wenn du Glück hast. Das, oh, Digga, ich hab's verkackt, ich wollte mit rappen, aber ich bin einfach schlecht. Ich bin einfach schlecht manchmal. Yikes, gestern noch Brockett stehen im Schrank, wieder brandneue Nikes. Seh, diese Hoes wollen sein, so wie ich, kopieren mein Style. Rap for a clip and I'm ready for the war. Rip dein Boy und die Kette von Dior. Bitch, sag, wer ist hier der Boss? Dior. Ich glaub, wir kennen uns. Oh, Poster, wartet. Wartet. Wir kennen uns nicht. Oh, ich will ein gutes Poster. Ja, das, doch, das wäre auch ein cooles Poster, aber auch eher so eins. Oh, bitch, get off my dick.
get off my dick. Ey, ich liebe ihre Mimik, ich liebe ihre Mimik. Hey, these hoes ain't loyal. Loyal. Wir kennen uns nicht. Wir kennen uns nicht. Heftiger Beat auch. Get off my dick. Was glaubst du, wer du bist? Ey, wer du bist? Keine neuen Freunde. Ich hab's wieder verkackt. Ich bin auch einfach Freunde. Ich sag einfach gar nichts mehr im Endeffekt. These hoes ain't loyal. Poster, Poster. Ja, das ist ein Poster. Das ist doch ein Poster. Poster. Oh, dieser Beat am Ende nochmal. Nice. Nice. Life so strong. Bad man. Ich liebe die Melodie. Nice. Vivo Originals. These hoes ain't loyal. Live von Vivo Rounds. Ey, ich liebe Vivo Rounds, Mann. Wir geben uns davon auf jeden Fall noch mehr. Holy shit, es ist einfach so schön, die live zu hören, zu sehen, was sie wirklich drauf haben. Und sie ist live so fucking strong. Sie ist live so fucking strong, Mann. Ich bin einfach glücklich, Mann. Ich bin einfach glücklich, dass wir das bekommen haben noch. Und dass ich das mir noch nicht angesehen habe und jetzt für zwischendurch noch was hatte. Hey. Ey, wir haben noch eine Live-Sache von Elif offen. Die werden wir uns auf jeden Fall noch geben. Und schreibt mir gerne andere Vivo Round-Sachen rein. Oder auch Live-Sachen. Wir haben uns nie wirklich Live-Sachen angehört. Lass uns Live-Performances mehr geben, Freunde. Auf meinem englischen Kanal K-Pop liebe ich es. Ich liebe es, mir Live-Performances reinzuziehen. Aber ich habe im deutschen Bereich so wenige gute bis jetzt gefunden, dass ich gedacht habe, ja okay, Live-Performance-Reactions lohnt sich hier nicht so. Aber wir können das auch gerne machen, Mann. Weil die Vivo Round Sachen waren so krass gut von der Soundqualität, von der Optik her. Vielleicht gibt es da noch andere nice Sachen. Lasst es mich gerne wissen in den Kommentaren, Freunde. Ansonsten würde ich sagen, sehen uns bei einem weiteren wunderbaren Video. Bleibt fresh so wie immer und excused mein Bart, wie gesagt. Ich sehe echt wie 100 aus wieder. Ah, scheiß drauf, sorry. Ich wünsche euch viel Spaß, Freunde. Hat einen wunderbaren Tag, bleibt fresh so wie immer und ciao.